Jo Leute, ich bin's mal wieder, euer Warbilder. Und wie ihr vielleicht schon bemerkt haben könntet, muss nicht sein, sitze ich in letzter Zeit lange an so einem netten Programm, das sich Cinema 4D nennt, und animiere dort irgendeinen Scheiß. Und zu animieren gehören natürlich unter anderem, also zum größten Teil, auch die Intros, ne? Und also ich meine, ich habe ja schon ein Intro, und da habe ich mir einfach mal noch eins gemacht. Und jetzt ist das Problem, ich kann mich nicht entscheiden, welches besser ist. Und wenn ich das schon nie entscheiden kann, ja, wer kann es dann wohl entscheiden? Genau, die Community. Und deswegen habe ich die Frage an euch, welches Intro ihr besser findet. Und ich würde euch da wirklich bitten, wenn ihr euch das Video angeschaut habt, einmal in die Kommentare zu schreiben, welches Intro ihr denn besser findet. Und ich werde das dann so machen. Erstmal werde ich eine Weile warten, wenn ich sehe, dass zwei Kommentare direkt für ein Intro stimmen. Also wenn jetzt zum Beispiel Intro 1 bekommen, na, sagen wir mal, Intro 2 bekommt den ersten, das erste Kommentar, das ist besser. Dann bekommt Intro 2 das Kommentar, Intro 1, das andere bekommt dann halt, das ist besser. Und dann wieder das Intro 2, ne, also das neuere. Also, dann würde ich direkt, weil ja das neuere Intro, also das Intro 2, hätte ja dann zwei Kommentare, die dafür stimmen. Und dann würde ich direkt sagen, so, Schluss aus Ende, Auswahl beendet. Ich nehme dann das Intro 2. Wenn das aber mit Intro 1 passiert, dann werde ich halt weiterhin das ältere Intro 1 benutzen. Und ich würde sagen, Intro 1 abspielen. Jo, das war's, das Intro 1. Ich finde die Idee so ganz cool, dass da so ein Rad ist, was sich dann so dreht, dann explodiert und dann kommt da mein Logo, was sich immer noch dreht, und wenn es nicht mehr dreht, erkennt man da so Wobbler. Aber jetzt kommen wir zum Intro Nummer 2. Jupp, das war's. Intro Nummer 2. Ich finde das, weil ich nochmal sagen muss, ich habe, glaube ich, noch nie so professionell ein Intro gemacht, also noch nie so viele einzelne Effekte hinzugefügt und Szenen und so, nur für ein Intro. Aber ich finde es auch ganz cool, die Idee, dass so Minecraft, dann explodiert das, und Minecraft, also ohne das M, fliegt er einfach so weg. M dreht sich dann so, kommt so nah dran, und dann ist es ein umgedrehtes M, also ein B, und dann so Wobbler. Finde ich ganz cool, und dafür, dass ihr so fleißig mitgestimmt habt, welches Intro besser ist, kommt jetzt der Zusatzbonus, nämlich euer eigenes Intro-Template. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es gerne downloaden. Der Download ist in der Beschreibung. Und euch selbst installieren, wenn ihr es downloadet, ist da natürlich ein Installationstutorial drin. Also BZW, ihr downloadet euch, ja, ist eine Winrar-Datei, Doppelklick, da ist ein Ordner drin, Doppelklick. Und darin findet ihr unter anderem ein kurzes Video, wie ihr das Ganze installiert. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und bis zum nächsten Mal. Intro Template Band up.